Wo sollst du hingehen, Niki? In das Finstermond-Abenteuer Grusel Villa. Und in den nächsten Part von Luigi's Mansion 2, die Zahnräderjagd. Du willst dich schon wieder ins Gefecht stürzen, das lobe ich mir, mein Lieber. Ja, der jugendliche Drang nach Abenteuer und Gefahr. Ich war mal genauso. Wir dürfen die Jagd nach den Finstermondstücken nicht auf die lange Bank schieben. Und ich habe etwas, das uns die Sache ungemein erleichtern wird. Genau, versteht sich. Ich nenne das Paraskop und speziell auf paranormale Schwingungen und geeichter Sensor. Ich habe die Gruselvilla damit untersucht und starke Spuksignale in Nordgemächern gefunden. Und selbst erfreulicherdings wollen wir genau dort mit unserer Sache beginnen. Hey, ach, sei doch nicht wieder so furchtbar, mein Bester. Sei da, jetzt da du meinen glorreichen Schreckweg 0915 hast, kann dir nichts passieren. Der Plan ist übrigens genauso simpel. Der Nordteil der Villa wird von einem Türmechanismus blockiert. Dieser Mechanismus lässt sich vom Foyer aus bedienen. Ich werde dir die Details vor Ort erläutern. Kapiert? Fein. Dann Abmarsch. Jetzt wird er wieder gepixelt, gewoxelt natürlich. Und damit herzlich willkommen. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnomehobbits und Dendronym zu einem neuen Part. Luigi's Mansion 2 für den 3DS mit dem Zwergenfürst. Da sind wir wieder drin, in der Villa. Im Spukhaus. Na denn. Aktiviere den Mechanismus im Foyer. Tun wir das. Zum Foyer geht's dorthin entlang. Oha! Die Typen dürfen wir natürlich nicht vergessen. Die hauen wieder ordentlich zu. Rinn! So, das Foyer. So, mal schauen, was wir hier kriegen. Rote Geister. Der wirft mit Zahnrädern um sich. Oh, die werfen mit Zahnrädern um sich. Mehrere rote Geister. Klauen uns die Zahnräder, die wir benötigen, um weiterzukommen. Und verschwinden durch die Wand damit. Ja, schaut so aus, als müssten wir die Zahnräder zurückbekommen. Da ruft wieder der Professor Igitt an. Hello, genau. Die respektlosen Schmuckbrüder. Luigi, sie haben alle Zahnräder aus dem Türmechanismus mitgenommen. Ich werde sie für dich orten. Folge der Karte auf deinem DS-System und hole sie dir. Weißt du, Luigi, wir sind schon ein tolles Team. Findest du nicht auch? Ein Tandem, ein Duo. Und daher nenne ich das DS-System ab heute das Du, Schmuckfon. Knackig, griffig, elegant, hihi. Nutze die Karte auf dem Duo-Schmuckphone, kurz DS, um die Geister in Westflügel zu finden. Spiel einfach ein wenig damit rum, die Karte ist überaus praktisch. So, aber jetzt wollen wir uns mal unsere Zahnräder zurückholen. So, auf geht's auf die Zahnräderjagd. Aktiviere den Mechanismus im Foyer, ist die erste und größte Aufgabe, die Hauptaufgabe sozusagen. Nadine, wollen wir mal hier durch diese Tür, was? Nein, das wird wohl erstmal nicht möglich sein, weil der Geist uns den Schlüssel geklaut hat.
müssen wir uns erstmal den Schlüssel den Schlüssel zurückholen. Schließschlüssel. Ich greife mir den Schlüssel. Den wirst du mir nicht so einfach klauen. Den hole ich mir gleich zurück. Huha! Huha! Schnell wieder da lang. Okay. Die Mäuse, die Ratten, die können mir scheinbar auch irgendwas. Wo ist der Geist? Da ist der Geist. Zack. Okay. Das war ein bisschen, nicht genau gezielt. Zack. Und saugen. Zack. Rein damit. So, und jetzt gibt mir den Schlüssel. Spitzenklasse. Jetzt können wir die Tür aufschließen. Yay. X-Sens. Das X-Sens drücken. Kann ich die auch einsaugen oder was? Jo. Dann können sie mir nicht mehr schaden. Na komm. Ja, nicht den Ritter einsaugen, sondern die Mäuse. Die bösen Mäuse. Zack. Hopp. Ziehen die dann auch mit? Waha. Na komm. Kommt rein. Ihr seid bestimmt auch irgendwelche Geister. Kriegt bestimmt auch ein paar Bonus von. Zack. Mäusejagd. Mäuse und Geisterjagd hier. Na komm. Komm, Mäuschen. Ja. Dran vorbei. Und zieh das Mäuschen rein. Ja, nice. Ist der Gang von Ratten befreit. So, dann können wir hier weiter. Oder was? Nenn nicht die Tür blitzdingsbumsen und die Tür aufschließen. Verschwindet der Schlüssel natürlich wieder. Und weiter geht's. Westflur, da waren wir noch gar nicht. Okay. Wir werden mal versuchen, das hier auszupusten. Ist dann das Licht aus? Nö, nur der Kerzenleuchter. Interessant. So. Was können wir hier entdecken im Flur? Ein Spinnennetz. Ah! Okay, das hätte ich vielleicht nicht unbedingt wegwuseln müssen. So, 2 Fledermäuse gefangen. Geld. Geld, das nehme ich gern. Saug ich ein. So, und den Kerzenleuchter. Der hat kurz gebrannt, okay. Bücher. Da geht's weiter. Käse. Ein Poster von Käse. Ist ja nice. Mehrere Poster untereinander. Untereinander meine ich natürlich. Bibliothek. Okay. Da scheint es zu spuken. So, ein riesiges Spinnennetz vor der Tür. Kann ich scheinbar nicht so einfach wegsaugen. Mist. So. Okay, damit ist auch nicht viel. Und was tun? Ja. Muss wohl erstmal irgendwas finden, womit ich die Türe öffnen kann. Hier vielleicht? In dem Raum? Was? Sag nicht, ich komme da nicht durch. Die Tür ist doch offen. Der ist doch schon zur Hälfte reingegangen hier. Okay, hier ist eine Tapete, die ich abziehen kann. Zack. Hier gibt's wieder was. Kann ich da durch? Erzähl nicht. Nice. Bin im Wandspalt. Bin mitten in der Wand drin. Schauen, was da drin vor sich geht. Im Atelier. Da zeichnen zwei kunstbegabte Geister sich selbst. Okay. Aktmalerei oder was? Kann man ja nicht so wirklich bestimmen. Ein Schlüssel. Wann ist ein Geist nackt und wann nicht? Ja, Aktmalerei ist Nacktmalerei. Ja. Ich könnte. Ah, ja, komm. Lass uns einfach sagen, die machen Labor. Die machen Labor, ja. Die machen Porträtzeichnerei. Ja, gehen wir mal jugendfrei.
So. Und was ist hier? Was kann ich tun? Was kann ich bewegen? Ich renne mal hier weiter und nicht schleiche. Nicht schleichen, rennen. Geister. Du musst natürlich fangen. Zack. Okay, das war ineffektiv. Na komm. Komm zu mir. Zack. Und eingesaugt. Ihr könnt mir nicht mehr schaden. Beide zu zweit angefangen. Oh. Drei habe ich schon. Oha, der Rote. Den muss ich noch. Zack und saug. Der erste Rote. Na komm, 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 komm. Das kriege ich auch. Scheinbar nicht. Ja, ich sollte aufpassen, was ich tue hier. Zack und einsaugen. Saugen. Zack, das kriege ich. Nice. Er hatte wohl einen Schlüssel, nein, einen Zahnrad hatte der. Ja, den ersten Geist, das erste Zahnrad haben wir. Jetzt müsste ich das Zahnrad auch noch nehmen können. Ja, wie hole ich mir das? Gib her. Gib das Zahnrad. Ich muss das saugen oder was? Jupp, muss ich einsaugen. Spitze, da hab ich's. Das erste Zahnrad. Suchen wir nach den weiteren. Gibt's noch mehr Zahnräder hier zu finden? Also los, auf. Vielleicht können wir jetzt hier rein oder können wir es nicht? Nur hier ist weiterhin versperrt. Ich kriege die Tür nur halb auf. Ich komme ja irgendwie weiter durch diese Tür hier, durch die Spinnentür. Irgendwie. Okay, einen Schlüssel habe ich. Vielleicht finden sich dort eine Lösung. Hier nach dem Zahnrad gucken. Rein damit. Nein. Haben noch nicht genug Zahnräder. Joa, wie kommen wir hier weiter? Ein Rätsel. Da ist nicht viel drin. Da können wir nicht viel kriegen. Foyer. Vielleicht irgendwo auf der zweiten Etage. Oha. Da passiert doch glatt was. Oha. Ein Künstlergeist. Na toll, da haben wir ja was ausgelöst. Ich wusste doch, dass das der Auslöser ist, wenn wir in die Etage gehen. Zack. Zu früh geblitzt. Ich habe auch keine Energie mehr bald. Wo bist du, Geist? Zack. Zeig dich. Bananen. Na komm. Zeig dich. Okay. Kenne ich scheinbar nicht so einfach. Blitzdings mumsen. Komm her, wo immer du auch bist. Wo bist du? Ich habe nur noch 40 Herzen. Da war er. Zack. Okay. Der kann sich sehr gut verstecken. Ist auch sehr dünn und schlank. Und schmal. Geistersuche. Wo ist der? Ich habe was gehört. Wo? Wo bist du? Mach den Piep einmal. Da war was. Nö. Nicht. Okay, da hinten. Der ist da. Zack. Mann. Ich krieg den nicht. Ich hol mir ja dich. Zack. Komm schon. Ha, da ist er. Ich hätte den fast gehabt. Da ist er. Der ist doch mal ein schwerer Geist hier. Kein echter Kumpane hier. Zack. Eingesaugt. Verdammt. Darf ich nicht verschwenden hier. So, muss ich sofort reagieren, wenn ich den Blitzdings habe. Saugen. Verdammt. Ich habe nur noch 20 Herzen. Das ist kritisch. Oha, dann sind wir vielleicht heute unser erstes Game Over. Zack. Nein,
Das sollte nicht passieren, muss ausweichen. Kacke. Das war zu schwach. Der Geist hier, Alter. Saugen, 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 saugen. Perfekt. Ah, rein damit. So ordentlich. Haben wir den. Und dann können wir weiter. Da geht's der Weg nach oben auf. Ist der Weg nicht mehr versperrt. Jetzt können wir hindurch. Vielleicht finden wir dort unser nächstes Zahnrad. Im oberen Westflur. Das ist sehr verwebt hier mit Spinnenweben. Spinnen. Wir haben mal Spinnenweben, aber keine Spinnen. Hier drin. Ist da was? Ja, da ist etwas. Das Schlafgemach ist hier. Die Wandstapete. Die können wir lösen. Ich sagte, die können wir lösen. Zack. Lösen, lösen, lösen. Zieh, Hauruck. Geld. Reichtum. Da auch ein bisschen Geld. Zack, die Klamotten weg. Weg damit. Herz. Oh cool, Herzen brauche ich. Kann ich gebrauchen. Habe ich schon vergeudet. Dahin durch. Nein, aber auch die Schlüssel. Was? Nein. Okay, mir geht auf. Aber sehr energetisch geht die Tür auf. Bam, bam. Autsch, Amalucci. Amalucci. Genau so. Joa. Dann nehmen wir eine andere Tür. Wie wär's mit der hier? Im Saloon. Okay. 12.07 Uhr. Wahrscheinlich am Abend. Musik. Ah, ein Geist. Ein Geist, ein Musikgeist. Ah, saug. Saug, 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 saug. Alle zwei auf einmal. Nice. Und da kommt noch ein roter Geist. Zack. Den saug ich auch ein. Herr mit dir. Herr mit dir. Herr mit dir. Zack. Rein da. Zack. Und rein mit dir. Ja, komm. Kommst du. Kommst du. Rein. So. Das nächste Zahnrad. Spitze. So. Wie viel brauchen wir? Bestimmt noch ein, zwei Stück. Zwei von vier habe ich. Okay, zwei Stück brauchen wir noch. Und da haben wir wohl die Hälfte. Ja, Frage, wie komme ich jetzt hier entlang? Komme ich durch das Spinnennetz? Kann ich das wegpusten, wegsaugen? Scheinbar nicht. Es ist mir ein Rätsel. Hier kann ich rein in den Spiegel gucken. Das sind Schränke. Okay, Stall ist da drin. Kann ich das Spinnennetz wegsaugen? Scheinbar auch nicht. Die sind sehr stabil, nicht Pilze, aber Spinnennetze. Na komm, vielleicht können wir dort irgendwann mal durch. Nein, das tut dem nur ordentlich weh, dem Luigi. Was ist das? Was ist das? Da ist doch irgendwas an der Wand hier. Ja, hier, zieh. Legen wir uns rein und schlafen. Gute Nacht, Luigi, oder was? Oha! Eine Geheimtür. Sind von einem anderen Raum. Okay. Schauen wir uns mal um. Der sieht dunkel aus. Geister! Geister, Geister, Geister. Die suche ich doch hier. Zack. Uha. Verfehlt. Er hat mich auch verfehlt. Saug. Ich so. Zack. Rein damit. Ein Herz. Brauche ich. Da haben wir wieder 70 Herzen. War nicht nur ein Herz, sondern mehrere. Zack. Okay, das Licht brauche ich nicht, den Staubsauger. Zack. Jetzt habe ich versperrt meinen Weg. Ah, saug. Alle drei auf einmal. Das wäre super. Nice. Da ist der Rote.
Und der rote Rächer. Bam. Komm, zieh. Und zack, rein mit dir. Muss wohl zweimal ziehen hier. Zack. Uaha. Nein. Das war blöd. Zack. Und rein. Kommst du. Zack. Das sieht schlecht aus. Zack. Mit Dings. Zack. Und saug. Ah, da ist er drin. Nice. Und das nächste Zahnrad. Bitte. Da ist das Zahnrad. Nice. Hat er gut versteckt. Dann greife ich mir das doch. Saug. Saug. Nee, den Vorhang wollte ich nicht. Dankeschön, Zahnrad. So. Und natürlich noch ein Herzchen hier. Und weiter geht's. Und noch das vierte von den vieren. Okay, wie kommen wir weiter? Den Teppich müssen wir wahrscheinlich erstmal aufrollen hier. Aufrollen heißt so hier. Zack. Das ist ein Schalter unter dem Teppich. Drauflatschen. Das Feuer geht aus. Okay. Und das Feuer geht wieder an. Ist das egal oder ist das irgendwas Wichtiges? Kein Sorgen. Könnte irgendwas bedeuten. Zack. Ein Bild. Zack. Und ein Kristall. Oh, Fledermäuse. Fledermaus. Ein Drei auf einmal. Plopp. Haben wir wieder ein paar Herzen. Und wie gezeigt, Herzen schön und gut, aber ich möchte weiter. Oh, ein Knochen. Den Hund dagegen. Da ist der Hund. Und da ist der Hund. Hier sind nur Gespenster, Fledermäuse. Eingesaugt. Nice. Kommen wir durch das Becken dazu, oder was? Sieht nicht so gut aus. In die Tür hier, oder was? Ich bin gefangen, wie komme ich wieder raus? Im Arbeitszimmer bin ich gefangen. Der Weg zurück ist mir gar nicht möglich. Nicht ersichtbar, nicht ersichtlich, nicht ersichtlich. Mist. Durch den Kamin. Im Atelier sind wir. Na, ja, wollten wir doch hin. Gibt's das vierte Zahnrad? Na, dann müssen wir hier die schlanken Geister suchen und jagen. Die sind ein bisschen schwerer zu finden. Die sind auch hart. Zack. Ich kriege trotzdem. Da ist der eine. Ah, zack. Mist. Da ist er. Bevor er wirft. Aufpassen. Und zack. Nein. Es hat wohl nicht geklappt. Muss auf mein Herzen aufpassen. Ja, zack. Verdammt. Ich mag diese Geister nicht. Zack. Und saug. Sauge. Ha. Nicht treffen lassen währenddessen. Ah, Mann. Da auch noch ein zweiter dabei ist. Na komm, zeig dich. Zeigt euch. Bam. Das war wohl nix. Na kommt, Geister. Zeig dich, Geist, deinem Herausforderer. Zack. Mann! Was soll denn der Mist hier? Zack, hier! Verdammte Kacke, hier! Ah, zack, genützt Dings! In die falsche Richtung! Ach, Kacke! Ich fordere mich echt heraus! Na kommt! Zack! Ja! Saug! Zack! Okay, den einen habe ich. Das ist schon mal gut. Ausweichen den Attacken. Den anderen muss ich noch. Wo bist du? Komm heraus. Stell dich dir mir wie ein Mann. Sei kein Feigling. Na komm.
den Staub hier wegsaugen. Dafür ist der Staubsauger da. Na komm schon, irgendwo steckst du. Zack! Ach, Mann. Kannst dich nicht ewig verstecken. Ich werde dich finden. Zack. Deine Vase. Ha, hab ich dich. Hab ich dich. Zack. Da hab ich dich. Oh, saug. Sauge die Saug. Da, zack, hab ich dich drin. War es noch ein dritter oder was? Der rote. Zack. Saug. Na komm, komm, komm. Kannst dich nicht wehren. Komm, komm, zack. Rein ist dir. Perfekt. Und der hat den vierten. Den vierten Zahnrad. Bravissimo. Ab wieder zurück in die Halle. Professor Igitt meldet sich wieder zu Wort. Luigi, wie geht's voran? Bitte? Du hast alle vier Zahnräder gefunden, meine Herren. Du bist ja schneller als der Blitz. Vortrefflich, Arbeit, mein Bester. Dann lauf mal zurück ins Feuer und setz die vier Zahnräder wieder ein. Habe ich mir schon gedacht, sowas in der Art. Dann ab ins Foyer. Im Westflur, da ging es dann hier lang. Hier lang? Ja, ich denke schon. Und dann waren wir im Foyer. Können wir hier mal die Sachen einsetzen. Zack, Zahnräder aktivieren. Genau das, was wir wollen. Und dann ist alles wieder aktiviert. Dann kann das weitergehen. Was? Hat nicht ganz geklappt, oder was? Igitt meldet sich nochmal zu Wort. Wieso das lange Gesicht, Luigi? Ach stimmt, dafür kannst du ja nichts. Donnerwitzka. Die Zahnräder passen nicht ins Getriebe. Diese tummen Geister haben sich ganz sicher verborgen oder so. Ich muss sie wohl schnell reparieren. Na, immerhin haben wir sie jetzt alle. Oho, und einige überaus faszinierende Geister hast du mir auch gefangen. Wie erfreulich. So bereit zum Telewachsen. Was, ich soll das jetzt nicht einsetzen? Macht er wohl. Wenn ich zurückgewachselt. Für mich erstmal die Mission geschafft. Die Mission abgeschlossen. Jo, zurück geht's. Benötige Zeit. Genug. Gefangene Geister. Verlorene Herzen. Reichtümer. Rang Bronze. Naja. Zurückgewachselt. Und da ist er wieder weg. Der Speichervorgang. Da geht's wieder zurück in den Professor Igitts Büro und ich sag, Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Im nächsten Part geht's weiter. Queste. Da sind wir wieder bei ihm und er sagt uns, was unsere nächste Mission ist. Bravo, Luigi. Ich hätte mich doch gleich an dich wenden. Egal. Nicht so wichtig. Nehmen wir lieber mal Zahnräder unter die Lupe. Die Zahnräder, die habe ich alle mitgebracht. Na, die werde ich schon wieder in Form kriegen. Dann lass uns gleich mal den Schreck weg. 0915 entleeren und einen Blick auf den Geister werfen. Auf die Geister werfen. Dann eingesaugt werden sie. So, rein damit. In den Ghostbusters Bunker eingeschleust. Und hier werden sie gezählt. Neue Geister gefangen. Masse in Wunzen, der rote, der blaue, Massen in Wunzen 9. Der ist ziemlich leicht, der ist auch sehr dünn. Die Ratten sehen wohl nicht und die Fledermäuse. Tja, schade. Reichtum gesammelt, etwas mehr. Gibt's wieder eine Anweisung für die nächste Quest? Gehege sind sie sicher und geborgen und können niemandem etwas tun. Schau sie jetzt fort, Mist, ja. Ich muss diese vier Zahnräder wieder einsatztauglich machen. Wo soll ich hin? Als nächstes. Zahnräderjagd haben wir abgeschlossen. Geht besser, aber wir haben es abgeschlossen. Bücherspuk heißt es im nächsten Part, in der nächsten Quest. Bis dahin. Habt noch einen, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video. Und haut drinnen. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Adios.